Großes Dankeschön und auch an diejenigen, die diese Veranstaltung heute organisiert haben, weil ich denke, es ist ganz wichtig, diesen 10. Jahrestag nicht einfach so vergehen zu lassen, als sei das nun mal eben ein Ereignis in der Vergangenheit, das uns heute nicht mehr betrifft und mit dem wir uns nicht mehr beschäftigen müssen. Meine Krisen gehören ja zum Kapitalismus wie das Gewitter zum Hochsommer, aber der Finanzcrash, den wir da vor 10 Jahren erlebt haben, der ausgelöst wurde von der Pleite von Lehman Brothers, das war natürlich mehr als ein kleines Unwetter, das war eher ein Tsunami, der weltweit Vermögenswerte von immerhin 40 Billionen, also 40.000 Milliarden Dollar vernichtet hat, der viele Millionen Menschen um ihren Arbeitsplatz gebracht hat, der Menschen viele, auch Millionen kann man glaube ich sagen, das Dach über den Kopf gekostet hat, also insbesondere eben in den Vereinigten Staaten. Das heißt, das war ein Crash mit enormen Auswirkungen und ein Crash, dessen Folgen und dessen Auswirkungen bis heute nicht überstanden sind. Also zu sagen, 10 Jahre nach der Finanzkrise ist eigentlich eine falsche Aussage, weil die Finanzkrise im Kern, also alles das, was sie ausgelöst hat, ja überhaupt nicht überwunden ist. Sie wurde überdeckt und sie ist 10 Jahre lang, also zumindest in den letzten Jahren, nicht mehr in dem Maße spürbar geworden als eine Krise. Aber alles, was diese Krise herbeigeführt hat, alle Ursachen dieser Krise, sind unverändert da und haben sich teilweise sogar verstärkt. Und damit möchte ich auch zunächst sehr kurz etwas dazu sagen, was hat eigentlich diesen Tsunami ausgelöst. Das war ja nicht nur eine Bank, die sich verzockt hat, sondern es war ein Ergebnis einer jahrzehntelangen Politik, die wir weltweit erlebt haben. Es ist das Ergebnis einer Politik, die dazu geführt hat, dass über viele, viele Jahre Vermögen und Schulden schneller gestiegen sind als die Wirtschaft, und zwar also weltweit, die Weltwirtschaft, vor allem natürlich auch in den großen Industrieländern. Und das ist das Ergebnis einer Politik, die wir generell als Linke mit dem Label neoliberal umschreiben. Eine Politik, die Ungleichheit vergrößert und die dazu führt, dass auf der einen Seite ein kleiner Teil der Gesellschaft viel mehr verdient, als er braucht, und deswegen große Vermögen aufhäuft und auf der anderen Seite viele Menschen weniger verdienen, als sie eigentlich benötigen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern und sich deshalb verschulden. Und im Ergebnis dessen, und das ist ja vor allem das angelsächsische Modell damals gewesen, dass man den Nachfrageausfall durch Ungleichheit, durch wachsende Ungleichheit, durch eine zunehmende Möglichkeit der Verschuldung ausgeglichen hat. Und so hat man eben beide Seiten, die wachsenden Vermögen am oberen Ende, infolge eben sehr, sehr große Einkommensgewinne, gerade der reichsten Zugewinne, und auf der anderen Seite wachsende Verschuldung, weil es viele Menschen gibt, die deren Einkommen stagniert, deren Einkommen sogar zurückgeht. Und das ist eine Entwicklung, die über viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte eigentlich, beginnend mit den 70er, 80er Jahren, sich immer mehr aufgetürmt hat und hat ein wachsendes Ungleichgewicht zur Folge gehabt. Dann kam natürlich eine zweite Entwicklung hinzu, die das überhaupt erst ermöglicht hat, diesen extremen Zuwachs an Schulden und Vermögen, und das war die Deregulierung der Finanzmärkte. Und auch da muss man sagen, natürlich fing das an eben mit dem Big Bang, mit dem großen Durchbruch damals bei Maggie Thatcher, bei den Finanzmärkten, dass man plötzlich der Meinung war, Finanzmärkte regeln sich selbst, der Markt richtet das, Regeln, auch strikte Regeln, die es vorher gab, wurden abgebaut. Und rückblickend muss man ja auch sagen, es ist schon interessant. Also Kapitalismus hat immer wieder Finanzkrisen hervorgebracht. Aber es gab eine kurze Phase oder eine nicht so kurze Phase, wo es faktisch keine Finanzkrise gab. Und das war die Phase zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und den 80er Jahren. Und das war just die Phase, als Finanzmärkte wirklich in einem Maße eingeschnürt waren in ein Korsett vernünftiger Regeln, dass bestimmte Spekulation überhaupt nicht möglich war. Die begannen dann zwar so über die Euromärkte auch schon wieder sozusagen sich aus diesem Regelgebäude zu lösen, aber im Kern waren damals die Finanzmärkte sehr, sehr stark separiert, kaum internationalisiert, und es war auch ganz klar geregelt, was gemacht werden durfte, was nicht gemacht werden durfte. Und das war tatsächlich eine Phase, in der es über sehr, sehr lange Zeit, also immerhin von 1945 dann
bis in den 80er, in die 80er Jahre hinein keine wirklich ernsthaften Crashs gegeben hat. Aber diese Phase wurde beendet, wurde auch bewusst beendet unter dem Paradigma einer Politik, die sagt, der Staat soll sich nicht überall einmischen, die Finanzmärkte richten es selbst. In der Finanzkrise haben wir die Chance verpasst, die Systemfrage zu stellen. Die Folgen sind gravierend. Wenn es ernst wird, müssen erneut alle einstehen. Das hat vor kurzem ein britischer Wirtschaftshistoriker, nämlich Adam Tooze, in der Zeit geschrieben. Ich habe zunächst mal genickt, als ich das gelesen habe, aber dann habe ich drüber nachgedacht und fand die Aussage gar nicht mehr so überzeugend, weil zum einen ist es gar nicht so, dass wir alle die Chance verpasst hätten, die Systemfrage zu stellen, weil beispielsweise die Linke damals sehr wohl darauf hingewiesen hat, dass eine Lösung der Finanzkrise, eine wirkliche Überwindung der Wurzeln der Finanzkrise voraussetzt, eine völlige Umstrukturierung des Finanzsektors. Wir hatten das damals in die Losung gepackt, Sparkassen statt Zockerbuden. Aber im Kern ging es ja darum, Finanzstabilität anzuerkennen als öffentliches Gut. Finanzstabilität ist etwas, was die gesamte Gesellschaft, die gesamte Wirtschaft ausmacht oder was ihre Grundlage bedingt. Und solche elementaren Güter sind eigentlich öffentliche Güter. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen nicht private Zockerbuden, sondern wir brauchen öffentliche, auf Gemeinnützigkeit verpflichtete Banken. Also das ist ja die, zumindest bezogen auf den Finanzsektor, die Systemfrage gewesen. Nur wir hatten damals nicht den Ansatz einer Chance, das durchzusetzen. Und auch der zweite Teil des Zitats, wenn es ernst wird, müssen erneut alle einstehen, ist beim näheren Hinsehen zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen. Erneut alle einstehen, es haben nicht alle eingestanden, sondern es haben einige, und zwar sehr viele, die große Mehrheit der Bevölkerung draufgezahlt und es gab auf der anderen Seite nicht wenige, die sogar profitiert haben. Also der Crash hat ja nicht einfach nur Vermögen vernichtet, der Crash hat ja an bestimmten Stellen sogar Vermögen geschaffen. Und die vielen, vielen Billionen an Steuergeld, die dort aktiviert wurden und die in den Finanzsektor gepumpt wurden, die sind ja irgendwo angekommen. Also getreu dem schönen Spruch, der ja stimmt, Geld verschwindet nicht, Geld wechselt immer nur den Besitzer. Und in der Finanzkrise hat sehr viel Geld den Besitzer gewechselt. Und zwar Geld, das die öffentliche Hand aufgebracht hat, das heißt der normale Steuerzahler, der normale, die Kassiererin, der Busfahrer, all die Menschen, die ihre Steuern zahlen. Und auf der anderen Seite sind auch im Ergebnis der Finanzkrise zum einen natürlich ist Vermögensvernichtung verhindert worden, und zwar spekulative Vermögen wurden dadurch gesichert und es wurden sogar noch neue Vermögen aufgebaut. Denn im Ergebnis, und das ist ja schon eine bezeichnende Entwicklung, hat sich weltweit seit der Krise die Zahl der Dollarmilliardäre verdoppelt. Also wir haben eine riesen Finanzkrise und 10 Jahre später haben wir doppelt so viele Dollarmilliardäre auf dieser Welt. Und das nicht, weil die Inflation so hoch ist und das der Grund wäre, sondern weil die Ungleichheit tatsächlich weiter gestiegen ist, weil man tatsächlich mit diesen öffentlichen Maßnahmen verhindert hat, dass die spekulativ erreichten Vermögen, dass die sozusagen, dass da die Luft rausgeht. Also man hat eigentlich das Platzen der Blase sogar verhindert durch enormes öffentliches Geld und dann natürlich über viele Jahre Zentralbankgeld, das man in diese Märkte hineingepumpt hat. Wir sehen auch inzwischen wieder, wie Blasen auf vielen Vermögensmärkten sich aufbauen. Und Blase heißt natürlich auch immer, dass Leute profitieren, nämlich diejenigen, die diese Vermögenswerte halten. Also wir haben Blasen und steigende Werte auf den Finanzmärkten in vielen Bereichen bei den Aktien. Wir haben sie in ganz extremer Form jetzt auch in Deutschland auf den Immobilienmärkten. Und da betrifft es ja sozusagen zum einen die, die diese Immobilien halten, also die ganze Straßenzüge in den großen Metropolen aufkaufen. Das sind Fonds, das sind auch internationale Oligarchen, die sich dort also enorm bereichern, deren Vermögen auch enorm steigt. Und Leidtragende sind am Ende der Kette die Mieter, weil natürlich eine Vermögensblase, eine Immobilienblase mit steigenden Vermögenswerten immer dazu führt, dass dann der Druck steigt, wenn man die Häuser sehr teuer kauft, natürlich den Mietern das auch wieder abzunehmen, damit die entsprechenden Renditen reinkommen. Also es haben nicht alle gezahlt, sondern die Ungleichheit und damit eine der Wurzeln der Krise ist in der Folge sogar weiter verstärkt worden.
und hat sozusagen das Auseinanderdriften auch infolge dessen, dass die Politik im Kern nicht verändert wurde. Also denn das neoliberale Paradigma, die neoliberale Hegemonie ist ja nicht gebrochen worden. Also damals hat man oft gesagt, jetzt sei der Neoliberalismus am Ende. Aber der war überhaupt nicht am Ende. Sie haben einfach so weitergemacht. Sie haben im Kern so weitergemacht wie zuvor, was die gesamte Politik der Umverteilung, des Sozialabbaus, der Privatisierung angeht. Oder man muss sogar sagen, das hat einen richtigen Schub nochmal bekommen. Weil ja auch die sogenannte Euro-Rettung, die ja dann infolge der Finanzkrise das nächste Paket war, diese Rettungsmaßnahmen, die ja im Kern auch wieder Rettungsmaßnahmen für Banken waren, dieses Politikmodell verstärkt haben. Also die Reaktion auf die Krise war eine Reaktion, die die Ursachen der Krise potenziert hat. Und deswegen kann man davon ausgehen, nach der Krise ist vor der Krise. Also wenn man sich die heutige Weltwirtschaft anguckt, wenn man sich die Situation in Europa anguckt, sind viele von den Dingen, die damals diese Krise ausgelöst haben, in sogar verstärkter und verschärfter Form unverändert da, zugedeckt durch niedrige, fast also Nullzinsen, durch sehr viel Geld, aber trotzdem ein Ungleichgewicht wird sich irgendwann trotzdem bahnbrechen, spätestens wenn irgendwo Zinsen wieder anfangen zu steigen. Und in den USA tun sie das ja teilweise schon. Ich will auch kurz noch mal auf die Dinge eingehen, die damals versprochen wurden. Es gab ja ganz große Versprechungen. Also nicht nur, dass gesagt wurde, der Neoliberalismus ist am Ende, sondern die Regierungen selber haben ja Dinge versprochen, die sie alle nicht eingelöst haben. Also beispielsweise Frau Merkel, kann ich zitieren, 2008 hat also als eigentlich auch richtige Erkenntnis aus der Krise, muss man ja sagen, formuliert, keine Bank darf so groß sein, dass sie wieder Staaten erpressen darf. War also eine durchaus richtige Einsicht. Die Politik, die danach folgte, hat das Gegenteil bewirkt. Die Banken wurden noch größer. Also auch da, das, was die Krise ausgelöst hat, verstärkt sozusagen als Reaktion auf die Krise. Wir können alleine in Deutschland, haben wir das ja beobachtet, keine Bank wurde, also die Landesbanken, die haben sie teilweise zerlegt, die haben sie auch teilweise abgewickelt. Aber bei den großen Privatbanken gab es überhaupt nicht mal den Versuch, Zockerabteilungen abzutrennen und abzuwickeln, was ja bedeutet hätte, die Banken zu verkleinern, sondern im Gegenteil, man hat der Deutschen Bank die Postbank sozusagen noch in besonderer Weise offeriert. Das heißt, die Deutsche Bank wurde mit der Postbank-Fusion natürlich eine noch größere Bank, als sie vorher schon war. Die Commerzbank wurde mit sehr viel Steuergeld gestützt, aber auch da gab es keine Abwicklung irgendeiner Abteilung und lediglich die Banken sind verschwunden, die sozusagen wirklich nicht zu halten waren, wie die HRE. Und bei der IKB hat man ja auch gestützt, ohne irgendwie Sinn und Verstand. Aber es gab kein Bestreben, diesen richtigen Satz, die Banken müssen verkleinert werden, damit sie nicht mehr die Erpressungsmacht haben. Es gab kein Bestreben, diesen Satz ansatzweise umzusetzen. Das gilt auch auf globaler Ebene. Also auch global sind die Banken größer geworden, weil es viele Fusionen gegeben hat nach der Finanzkrise. Und in Europa gibt es, kann man die Zahlen ja auch sehen, die 5 größten Banken hatten vor der Krise Gesamtvermögenswerte, die sich auf etwa 42% des gesamten Bankensektors beliefen, heute sind es über 50%. Also die Bankenkonzentration ist größer geworden. Hier ganz klar das Gegenteil dessen, was angekündigt wurde. Dann wurde angekündigt, nie wieder sollen Rettungsgelder für Banken fließen. Man braucht Regularien, dass man nie wieder Banken rettet. Das ist ja schon das erste Mal gebrochen worden in der Eurokrise. Also die Griechenland-Rettung war eine neue Bankenrettung. Das war nach dem Versprechen, dass Banken nicht mehr gerettet werden. Aber auch die Bankenunion mit ihren Regelungen, die wir heute in Europa haben, ist quasi die institutionalisierte Bankenrettung. Weil die Regel dieser Bankenunion darauf hinausläuft, und das hat man noch als großen Fortschritt verkauft, dass in Zukunft die Anleger, also die Aktionäre, für bis zu 8% haften müssen des Schuldenvolumens mit dem Geld, was sie haben. 8%. Also wenn man einem Mittelständler erklären würde, er muss in Zukunft nur noch für 8% seiner Schulden haften und das sei eine große Belastung, dann würden wahrscheinlich die meisten Mittelständler sagen, na toll, finden wir großartig, weil sie haften natürlich für 100% ihrer Schulden, zumindest mit allen Vermögenswerten, die sie so haben. Das heißt auch hier, wenn man sagt 8% Haftung,
Dann nimmt man noch die Einleger, also die Sparer in die Pflicht, also die normale Girokonten haben. Die sollen ja auch in Zukunft, wenn sie über 100.000 Euro haben, mithaften. Und der Rest wird dann selbstverständlich wieder vom Staat übernommen, weil das, was man als Bankenabwicklungsfonds aufbaut, ist etwas, was bis zum Jahre X, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 20ern mal ein Volumen von etwa 50 Milliarden erreichen soll. Das heißt, das reicht vorne und hinten nicht. Also auch hier staatlich wird nach wie vor bei der nächsten Krise entweder die Staaten werden wieder in die Bresche springen oder aber man wird unkontrolliert Verheerungen haben, es sei denn, man zieht endlich die Konsequenzen. Dritter Punkt, der versprochen wurde, damals auf dem G20-Gipfel 2008, es soll in Zukunft kein Produkt, kein Akteur, keine Regeln außerhalb der Aufsicht geben. Also strikte Regulierung. Auch hier muss man sagen, es hat ein paar Regeln gegeben, die danach getroffen wurden. In den USA interessanterweise deutlich mehr als in Europa. Also da ist ja sozusagen, sind ja durchaus etwas strengere Regeln durchgesetzt worden, die jetzt unter Trump allerdings wieder in Frage stehen. In Europa hat man den Banken etwas höhere Eigenkapitalregeln vorgelegt, auch etwas strengere Regeln, was ihr Agieren angeht. Aber das hindert nicht, dass eine Bank wie die Deutsche Bank nach wie vor ein riesiges toxisches Paket in ihrem Derivatebestand hat, wo keiner so richtig weiß, was damit passiert und was dort an Gefahren lauert. Da hat ja der IWF vor einiger Zeit deswegen auch die Deutsche Bank als gefährlichste Bank Europas oder als gefährlichste Bank der Welt bezeichnet. Aber noch interessanter ist, diese Regulierung der Banken hat vor allem dazu geführt, dass gefährliche Geschäfte in den Schattenbankensektor abgewandert sind. Und dieser Schattenbankensektor ist in einer Weise gewachsen und groß geworden und hat natürlich eine Macht heute, die weit über das hinausgeht, was wir vor der Krise hatten. Und das ist natürlich kein geringeres Gefahrenpotenzial. Und Schattenbanken, das sind eben diese Hedgefonds, das sind diese großen Vermögensverwalter wie BlackRock, Vanguard, State Street und viele andere, die also ein gigantisches Volumen an Billionen und Aberbillionen von Vermögenswerten verwalten, die an vielen tausend Unternehmen beteiligt sind. Allein BlackRock an 17.000 Unternehmen. Auch bei der Deutschen Bank läuft eigentlich nichts mehr, was nicht BlackRock als einer der wichtigsten oder einer der wichtigen Anteilseigner absegnet. Und damit hat man natürlich Akteure, die jeder Regulierung entzogen sind, die gefährliche Geschäfte teilweise machen und die mit dem Bankensektor aber eng verflochten sind. Also wenn sie das nicht wären, könnte man ja sagen, gut, wenn die irgendwann pleite gehen, gehen sie pleite. Sie können sich auch nicht refinanzieren bei den Zentralbanken, aber sie haben ja die direkte geschäftliche Allianz mit den Banken, sind unmittelbar mit ihnen verbunden und damit wird natürlich, wenn ein solcher Akteur jemals wieder, und das ist irgendwann absehbar, in Schwierigkeiten kommt, wird der Bankensektor unmittelbar mit betroffen sein und damit wieder das normale Kreditgeschäft, damit wieder der normale Sparer und also der Druck auf die Politik wächst, dann genauso wie in der letzten Krise. Also auch hier Regulierung, Fehlanzeige, sondern man hat mehr verschoben, was an Problemen existiert. Ein großes Staatsversagen, das muss man auch einfach zumindest als einen Punkt mit benennen, ist natürlich, dass der Finanzsektor nach wie vor einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass gerade diejenigen, die über großes Geld verfügen, große Unternehmen, Milliardäre, Multimillionäre, dass die sich an der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben immer weniger beteiligen, weil auch die Schattenfinanzplätze, also all das, was teilweise mit Panama Papers und LuxLeaks so ein bisschen immer in die Öffentlichkeit kommt, auch da ist nichts geschehen, tatsächlich dort auch nur ein Mindestmaß von Transparenz reinzubringen. Sondern im Gegenteil, es wurde immer blockiert, nicht zuletzt auch von der deutschen Regierung. Und deswegen bleibt, und von der EU auch, also da muss man sagen, die EU-Kommission hat ja eine miserable Rolle gespielt. Sicherlich auch kein Zufall bei einem Vorsitzenden Jean-Claude Juncker. Deswegen bleibt die Aufgabe heute im Grunde die gleiche, die wir damals schon als Schlussfolgerung formuliert haben. Wer Demokratie will und wer Stabilität und eine stabile Wirtschaftsentwicklung möchte, der muss die Finanzmafia entmachten. Der muss diese Erpressungsmacht riesiger Finanzkonglomerate, riesiger Vermögensverwalter, sehr großer Banken gegenüber der Politik aufheben. Und er muss vor allem verhindern, dass die im Grunde die Politik mit ihren Maßgaben und Wünschen bestimmen. Und dass die Regulierung nach der Krise nicht stattgefunden hat,
hat ja auch damit zu tun, dass man in Größenordnung die Brandstifter damit beauftragt hat, das Feuer zu löschen. Also ich erinnere daran, wer hat in Deutschland die Gesetze zur Bankenrettung entworfen? Steinbrück hat damals die Wirtschaftskanzlei Freshfield beauftragt, die nun aufs Engste mit der Finanzlobby verbunden ist. Wer hat die Bankenrettungsbehörde in Deutschland, SOFIN, beraten? Da hat man auf die Expertise der Deutschen Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, auch wieder Freshfields und anderer zurückgegriffen. Oder wer hat im Auftrag der Troika die Risikoanalyse für die Bankenrettung in Irland, Griechenland, Großbritannien und Zypern erstellt? Das war BlackRock. Also man hat genau die Institute damit beauftragt, das vorzuschlagen, was sich sozusagen ihnen selber Fesseln anlegen sollte. Und so sind dann eben auch die angeblichen Fesseln ausgefallen. Das heißt, es waren natürlich Freibriefe dafür, dass sie weiter agieren. Und die Regulierung ist also im Lobbyistensumpf stecken geblieben, auch ein Thema kurz gestreift. Es war mal ein Thema in der EU, ein ganz sogar prominent angesprochenes Thema von der EU-Kommissarin Reding, die Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch zu entmachten, eine europäische Ratingagentur, im optimalen Fall eine öffentliche Agentur, stattdessen zu installieren. Auch daraus ist nichts geworden. Es gab sogar einen Beschluss des EP, also des Europaparlaments, aber auch das ist nicht weiter verfolgt worden. Bis heute entscheiden diese drei Ratingagenturen darüber, welche Staaten sich zu welchen Zinsen refinanzieren können und auch wie Banken sozusagen bewertet werden, unabhängig davon, dass teilweise die Banken auch selber noch ihre Risikomodelle setzen können. Wie kann man die Finanzmafia entmachten? Ganz grob und ganz stichpunktartig. Das eine ist natürlich das uneingelöste Versprechen der Regulierung, also einen Finanz-TÜV, der tatsächlich jedes Produkt, bevor es überhaupt auf den Markt kommt, evaluiert, ob es irgendeinen realwirtschaftlichen Sinn hat oder auch nicht. Also ich meine, bei Medikamenten ist es völlig normal, dass es da Behörden gibt, die die Zulassung bestimmen. Natürlich gibt es da auch Lobbyismus, aber es ist zumindest institutionalisiert, dass man versteht, also man kann nicht privaten Unternehmen erlauben, jedes Medikament einfach mal so auf den Markt zu bringen. Finanzprodukte sind mindestens so toxisch wie manche Medikamente. Da muss es eine ähnlich strenge Regulierung geben, damit man verhindert, dass abstruse Spekulationsinstrumente überhaupt noch auf dem Markt sind. Zweiter Punkt, man muss der Finanzmafia das Spielgeld entziehen. Das heißt, ganz elementar sind wir hier wieder bei der Frage, eine Politik, die die Ungleichheit verringert, eine Politik, die die Löhne steigert, eine Politik, die mit einer Millionärssteuer die Vermögensblase tatsächlich schrumpfen lässt, um dieses Geld für öffentliche Aufgaben zu nutzen. Und natürlich die Privatisierung oder Teilprivatisierung der Rente rückgängig zu machen, die ja ganz viel Geld auf die Finanzmärkte spült. Das wäre ein zweiter wichtiger Punkt. Aber das ganz Entscheidende bleibt die Anerkennung, Finanzstabilität ist ein öffentliches Gut. Und öffentliche Güter sollten nicht privaten Zockern, privaten Renditejägern überlassen bleiben, weil daraus immer eine Erpressungsmacht resultiert. Wenn ich die Hoheit darüber habe, über die Kreditbedingungen einer Wirtschaft zu entscheiden, dann habe ich auch immer die Chance, die Gesellschaft und die Politik zu erpressen, weil sie auf die Dienstleistung angewiesen sind, weil die Wirtschaft auf die Dienstleistung angewiesen sind. Und deswegen bleibt es da, denke ich, eine ganz wichtige Forderung, die man nach wie vor auch stellen muss. Gemeinwohlorientierte öffentliche Banken, das, was wir in Form der Sparkassen und Volksbanken in Deutschland weitgehend haben, aber eben auch dort, sagen wir, natürlich strengere Regulierung, weil auch da bestimmte Auswüchse ja zu erleben waren, aber nicht private Zockerinstitute, die vor allem noch in einem Institut die Sparer und die sozusagen Kreditvergabe haben und gleichzeitig auf den Finanzmärkten spekulieren oder eben mit Schattenbanken Geschäfte machen. In dem Sinne freue ich mich, dass Sie heute über all diese Dinge noch viel mehr im Detail diskutieren werden. Ich freue mich, dass wir so kompetente Referenten haben. Und ich finde, wir müssen alles dafür tun, diese Schlussfolgerungen aus der Krise auch heute wieder in die öffentliche Debatte, die ja vielfach von anderen Themen bestimmt ist, zu bringen. Weil hier geht es wirklich um elementare Zukunftsfragen. Noch eine Finanzkrise, davon bin ich überzeugt, wird die Demokratie nicht überleben, weil natürlich das Agieren in dieser Finanzkrise, das Agieren der Politik schon viel dazu beigetragen hat, dass Menschen jedes Vertrauen in herrschende Politik verloren haben. Dazu haben sie auch guten Grund gehabt.
Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass es hier eine politische Veränderung gibt, dass hier andere Maßstäbe eingezogen werden, weil wir sonst tatsächlich, glaube ich, nach einer nächsten Finanzkrise diese Gesellschaften nicht mehr wiedererkennen werden. Dankeschön.